Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Zahnradkauer knacken anzunehmen bei Quablevin in den schallenden Tiefen an dieser Stelle. Vorquests müssten gewesen sein Tod und Wachs und kein Stein wird zurückgelassen. Meine Kerze, nicht brennen. Wir nehmen Schlüssel von Zahnradkauer. Und zerstört damit die gestohlene Ausrüstung, bevor sie... Okay, wir müssen Zahnradkauer knacken. Dafür müssen wir hier in diese Höhle. Hab nochmal umgeschaut, damit es auch sicher diese Höhle ist. Hier müssen wir hinein. Und jetzt brauchen wir seinen Schlüssel. Leider können wir hier nicht aufmounten. Geht's hier entlang. Hier halten wir uns auf der rechten Seite. Leider wurde er jetzt gerade getötet. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er wieder spawnt. Ich weiß nicht, warum so viele Leute in der Beta questen. Anscheinend haben sie sich das Spiel umsonst gekauft, wenn sie jetzt in der Beta questen. Ich nehme ja da Videos auf. Bei mir hängt es damit zusammen, ansonsten würde ich auch keine Beta zocken. Hätte noch genug in Retail zu tun, also im normalen WoW. Aber das ist gut, dass er jetzt tot ist, so könnt ihr sehen ungefähr... Beziehungsweise so könnt ihr sicher sehen, wie lange er ungefähr braucht zum Respawnen. Werde jetzt auch nicht schneiden. Komplettes Video wird so hochgeladen. Schaut mal, da ist er. Also ich würde sagen, das waren nicht mal 2 Minuten. Könnte auch sein, dass er in dieser Mine ein bisschen patrouilliert. Da müsst ihr schauen, ob er genau an dieser Stelle steht oder woanders. Jetzt looten und da haben wir den Schlüssel. Oh, der Spieler kommt jetzt erst an. Jetzt muss er auch warten. Wo war er denn? Der hat die Hölle mit uns betreten. Na gut, schade. Quest ist bereit zur Abgabe. Hier müsste es hinausgehen. Au. So. Na, bin ich noch im Kampf? Dann machen wir mal Schattenmimik. Hier hin. Quest ist abzugeben bei Quablevin. In den schallenden Tiefen. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!